Ich bin voller Blut. Es ist überall, überall. Beruhigt euch, Lieutenant. Eure Wunden sind nur oberflächlich. Hey, ich habe gerade in den Tunnel geschaut. Da macht sich ein ganzer Haufen dieser Laserhirne für einen neuen Angriff bereit. Wir müssen uns konzentrieren. Auf den Ansturm bereit machen! Noch mehr? Die wolltest du aber echt wissen, wa? Okay, Leute. Gleich geht's besser. Na, Dach hier. Ach, guck an. Den muss ich aufhalten jetzt. Ein bisschen wirken, so. Es ist ein Wunder. Die Ulgo-Truppen ziehen sich zurück. Ihr habt es geschafft. Ich hätte es nicht ohne euch geschafft, Lieutenant. Ihr seid zu freundlich, Sith. Ich hole euch General Giselle auf den Holo. Sie wird sehr erleichtert sein. Wie sieht es aus, Dargis? Ich schätze, eure Kontaktaufnahme bedeutet, dass wir siegreich sind? Ja, General. Der Sith hat den gesamten Angriff allein abgewehrt. Sith, so schmerzhaft das Ganze auch gewesen ist, ihr habt es überstanden. Ich hoffe, ihr erwartet keinen Dank. Im Krieg hat man seltsame Gefährten. Die Ereignisse haben das zweifellos bewiesen. Ich habe euch versprochen, euch zu verraten, wo ihr Jessa Wilsams Eltern finden könnt. Sie arbeiten schon seit Jahren als Hausdiener im Schloss Organa. Sith, die Wilsams sind einfache, unschuldige und hart arbeitende Leute. Sie haben eure Gnade verdient. Ich werde es in Betracht ziehen. Mehr kann ich nicht verlangen. Lebt wohl, Sith. Und danke, dass ihr mein Leben gerettet habt. Okay, das wäre erledigt. So, findet Jessa Wilsas Eltern. Der Tunnel ist wieder voll mit Gegnern. Okay, warte mal. Zack. Jessa Wilsas Eltern wären hier im Schloss Organa. Da gibt es wieder einen Flugpunkt hin, auf jeden Fall. So, warte mal, wir gehen jetzt mal zack, da. Und dann müssen wir Cantina von Haus Duhl. Cantina-Händler. Ich akzeptiere sämtliche Währungsformen.
Erstmal Schrott verkaufen. So, was kann ich back hier? Verkaufen. Das kann auch weg. Was damit? Verkaufen. So, das kann auch weg. Bin gerade im Leben, wie ich Feier mache oder ob ich noch ein bisschen spiele. Warte mal. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich wollte ja eigentlich Feier machen, aber ich werde doch noch mal zu Jessa Wilsers Eltern hin. Ich muss aber eben mir noch ein Käffchen machen, bin gleich wieder bei euch. So, Kaffee wieder am Start. Dann wollen wir jetzt mal zu Jessas Eltern hin. Warte mal, da möchte ich aber ein bisschen friedvoller hinfliegen. Also halt, ihr wisst schon, ich mag dieses Flugtier. Deswegen nehmen wir uns mal kurz hier die Strecke hier noch auf uns und fliegen wieder nach vorne hin. Weil hier in der Stadt kriegt man nur diesen Gleiter. Und ich möchte den Vogel haben. Weil da, wo wir hin müssen, müssen wir jetzt nochmal wieder den Flugterminal freigemacht. Deswegen müssen wir da erst einmal hinfliegen. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Wir müssen... Ne, da müssen wir nicht hin. Wir müssen da, glaube ich, hin, ne? Oder war das da? Ich habe doch nur einen Kaffee geholt. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Warte, wir müssen da ganz hin. Und der wollte uns hier vorne hinbringen hier. Wahnsinn, ne? Glarustal müssen wir ganz hin. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Da müssen wir ich hin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ein sehr schönes Fortbewegungsmittel, finde ich. So, wir sind da. Ich wollte euch aber ein bisschen so den Flug jetzt genießen lassen, sozusagen. Deswegen habe ich mal Schnabel gehalten. Schon besser. Ja, das waren ungefähr 3 Minuten, die wir geflogen sind. Hammer, nicht? So, wo müssen wir jetzt denn ungefähr genau hin? Ungefähr genau. Was für ein Wort. Ich mach mal die Map auf. Wie ihr seht, wir müssen
Dahin, zum Schloss Organa. Also in die Richtung. Da oben ist es in den Bergen. Seht ihr das? Da müssen wir hin. Okay, es gibt einen Seiteneingang. Hä, warum sind hier keine Wachen? Normalerweise stehen hier Wachen. Dann ist irgendjemand hier gerade durch. Und hat diesen Weg genommen. Weil hier alle Wachen ausgeschaltet sind. Okay, wir müssen in die Richtung. Jetzt wird es ein bisschen haariger wieder. Ja, ich weiß, wir locken jetzt ein paar an. Dumm, die dumm. Autsch. Oh, warte. So. Wir müssen eigentlich außer Reichweite sein. Immer noch nicht. Hallo? Okay, dann nehmen wir uns hier jetzt vor. Wir müssen die jetzt hier hin. Gleich geht's besser. Guck mal, da hinten ist auch ein Player. Hier den? Da hinten, da ist einer. Da. Wie heißt er? Yilgarn. So, dann wollen wir mal rein. Hier, oh, warte mal, hier ist noch was. Hier ist noch was. Eine Kiste Kohle. Komplett einsammeln. Danke. Was ist hier los? Mit uns legt sich besser niemand an. Okay, da ist der nächste Gegner. Der andere Typ steht aber auch einer. Seht ihr das? Der wollte sich hier tarnen. Den nehme ich einfach mal hier. So. Okay, wir müssen wieder einen Fahrstuhl benutzen. Schon besser. Meine ich auch, Wett. So, hier lang. Ich denke mal, die kommen auch nicht so vorbei. Und schwung. Jetzt bist du soweit? Noch nicht? Machst du denn, Mitch? Na komm, ich helfe dir ein bisschen. So, ein bisschen schubsen hier. Eins, zack. Ach, das war's schon. Und jetzt hier lang. Nein, General Giselle hat die Wahrheit gesprochen. Ein Sith ist hinter uns her. Männer, zu mir. Es wird einen Kampf geben. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein einzelner Angreifer an der ganzen Schlossverteidigung vorbei bis hierher schafft. Ich töte jeden, der mir in die Quere kommt. Merkt euch meine Worte. Ich werde euch aufhalten, Sith. Ihr werdet Parvin und Gregor kein Leid zufügen, das schwöre ich. Will ich auch gar nicht. Darauf würde ich lieber nicht schwören. Bitte,
Wenn wir wirklich der Grund für all diese Toten sind, möchte ich wissen, warum. In Ordnung. Sagt, was ihr zu sagen habt, Sith. Aber ich gehe nirgendwo hin und ich werde sie beschützen, koste es, was es wolle. Ich bin hier, um ihnen zu helfen, nicht um sie zu verletzen. Dann gibt es keinen Grund für weitere Gewalt. Was genau wollt ihr, Sith? Gregor, das muss mit Jessa zu tun haben. Ich weiß es einfach. Ja, ich bin wegen eurer Tochter hier. Ich wusste, dass sie nicht mit dem Jedi abreisen soll. Jetzt wird sie vom Imperium gejagt. Sith, Jessa war unser Leben. Sie sollte in das Haus Organa einheiraten, damit wir nicht länger Diener sein müssten. Als sie uns verließ, gaben wir diesen Traum auf. Wir haben seitdem nichts mehr von ihr gehört. Uns wurde gesagt, dass wir sie wahrscheinlich nie mehr wiedersehen würden. Wir sind einfache Diener. Was könnt ihr von uns wollen? Ich bin hier, um euch aus der Knechtschaft zu befreien. Ihr wollt uns helfen? Nein, Gregor. Der Sith will nur mit uns spielen, bevor er uns tötet. Hört auf die Warnung eurer Frau, Gregor Wilsam. Die Sith sind verlogen und verrückt. Ist es das, was ihr meint, Sith? Ihr befreit uns aus der Knechtschaft, indem ihr uns tötet. Könnt ihr uns nicht verschonen? Ihr werdet den Tag überleben, wenn ihr zu meinen Untertanen werdet. Was meint ihr damit? Was würde dann mit uns passieren? Ich werde dafür sorgen, dass ihr wie Könige leben könnt. Ihr verlogener Nichtsnutz! Parvin, Jessa hat sich von uns losgelöst und führt jetzt ein diszipliniertes Leben. Wir werden sie wahrscheinlich nie wiedersehen. Der Sith bietet uns einen Ausweg an, einen Weg zu leben. Jessa ist empfänglich, Gregor. Sie wird unseren Verrat spüren. Er wird sie quälen. Siehst du nicht, dass der Sith genau das erreichen will? Habe ich schon gesagt, dass ihr wie Könige leben werdet? Meine Frau sieht das große Ganze nicht. Wir können entweder den Tod wählen oder uns dem Feind unserer Tochter verschreiben. Ich entscheide mich dafür, dass Parvin und ich in der Obhut des Imperiums leben werden. Und ich vertraue darauf, dass meine Tochter das verstehen und stark bleiben wird. Eure Frau muss all dem ebenfalls zustimmen. Bitte, Liebes, halte zu mir. Mein Platz ist an deiner Seite, Gregor. Solange wir am Leben sind, gibt es Hoffnung. Wir sind uns einig. Wir wählen das Imperium. Sagt uns, was als nächstes passiert. Ihr werdet Anweisungen an der imperialen Landeplattform erhalten. Wie schön, dass alle übereingekommen sind. Aber ich bin nach wie vor euer Feind, Sith. Ich werde den Wilsams ihr Vorhaben nicht gestatten. Und ihr habt auf eurem Weg hierher ein Schlachtfest veranstaltet. Das darf nicht ungestraft bleiben. Dies ist eine friedliche Einigung, Jedi. Respektiert sie. Ja, Meister Volrider. Haltet euch an den Kodex der Jedi und wahrt den Frieden. Es sind schon zu viele gestorben. Gregor und ich gehen aus freien Stücken. Erspart diesem Haus noch weiteres Leid. Es fühlt sich nicht richtig an, aber ich kann niemanden angreifen, der friedliche Absichten hat. Nicht einmal einen Sith. Ihr habt soeben euer eigenes Leben gerettet. Der Kodex ist alles, Sith. Aber ich erwarte nicht von euch, dass ihr ihn respektiert. Geht durch die Hintertür, damit es nicht noch weitere Opfer gibt. Mehr habe ich nicht zu sagen. Okay.
Dann haben wir schon mal die Eltern von Jessa Wilsa. Ah, meine Schülerin. Der Sith Fimris, der gerade bei Yukendo ist, konnte mich direkt zu dir durchstellen. Ausgezeichnet. Was ist der Stand der Dinge? Man hat mir von deiner Suche nach Jessa Wilsams Familie berichtet. Und ich bin etwas beunruhigt. Kein Grund zur Sorge. Ihre Eltern sind schon auf dem Weg zu euch. Wirklich? Ausgezeichnete Idee. Wenn ich sie foltere, werden ihre Schmerzensschreie in der ganzen Galaxis zu hören sein und ihre Tochter quälen. Ich habe ihnen Reichtümer versprochen und es wird effektiver sein, wenn sie ihnen gegeben werden. Ah, sehr durchtrieben. Je glücklicher sie mit der imperialen Herrschaft sind, desto mehr wird das Herz des Jedi bluten. So werde ich es machen. Du übertriffst meine kühnsten Erwartungen an dich und beweist, dass du auf meiner Seite stehst. Was meine Empfänglichkeit für Yukendos Geschwätz über dich nur umso lächerlicher macht. Erzählt ihr mir jetzt, was diese Made gesagt hat oder nicht? Kendo hat unter anderem gesagt, dass du eine Explosion verursacht hast, bei der mehrere Tool-Würdenträger getötet wurden. Das waren nur Kollateralschäden unserer Mission. Ah, ich verstehe. Kein Problem also. Kendo hat auch berichtet, dass du der Republik bei der Verteidigung der Front im Krieg der Häuser Organa und Ulgo geholfen hast. Und dich als Verräter bezeichnet. Ihr wisst, dass ich kein Verräter bin. Es würde mich überraschen, etwas derartiges zu erfahren. Aber ich kann mir nicht sicher sein. Alles, was mich interessiert, ist, dass deine Mission abgeschlossen ist. Aus welchem Grund auch immer dieser Mann dich beschuldigt hat. Ich habe keine Verwendung mehr für Yukendo. Bestrafe ihn, wie es dir beliebt. Wenn es nach mir ginge, müsste er teuer bezahlen. Ich bin schon gespannt, was er selbst dazu sagen wird. Tu, was du tun musst, aber sei schnell. Im Moment ist nichts wichtiger, als die Bedrohung durch Jessa Wilsam auszuschalten. Gehab dich wohl, Schülerin. Okay. Tritt Yukendo gegenüber. Warte mal, da reisen wir doch mal hin. Schnellreise. Der wird ja wieder in seiner Bude sein, vermute ich mal. Kantine von Haus Tool. Ich denke mal, es geht schneller dann. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Zu seinem Verrat. Gleich geht's besser. Ah, hier ist er. Ah, tretet ein. Ich habe von eurem Erfolg gehört und es freut mich ungemein für euch. Ihr habt Barras erzählt, ich hätte eure Rivalen ermordet und mich einen Verräter genannt. Oh, ich verstehe. Wie unangenehm. Lasst es mich erklären. Mir wurde klar, dass einige meiner Rivalen schutzlos sein würden, wenn ihr den Generator sprengt. Ich habe also die Gelegenheit genutzt und sie ausgeschaltet. Ich war nicht alleine, als ich mit eurem Meister sprach und konnte meinen Familienmitgliedern nicht von meinen Taten erzählen. Das ist eine Lüge. Ihr habt Barras alleine kontaktiert.
Es war euer letzter Fehler, mich zu belügen. Ich wollte Barras nur klar machen, dass ich mich für ihn einsetze. Es war harmlos. Ich wusste, dass ihr erfolgreich sein würdet. Und das ist alles, was für Barras zählt. Bitte, bitte lasst mich am Leben. Fimres, ihr und eure Männer seid mir zugeteilt. Wenn ich angegriffen werde, müsst ihr mich beschützen. Wenn Darth Barras Schüler entscheidet, dass ihr sterben müsst, werden wir ihn nicht daran hindern. Niemand stirbt heute, aber er muss Alderaan für immer verlassen. Und alles aufgeben, für das ich so hart gearbeitet habe? Ja. Die Alternative ist der Tod. Ihr habt die Wahl. Nein, die Strafe ist äußerst gütig. Ich werde diesen Planeten, meine Heimat, sofort und als gebrochener Mann verlassen. Die meisten Leute, die sich mir in den Weg stellen, überleben nicht. Das wird mich ungemein aufbauen. Auf Wiedersehen, Sith. Ich werde nie wieder an diesen Ort zurückkehren. Was für ein erbärmlicher Affe. Ihm zu dienen, verschaffte mir jeden Tag Brechreiz. Ihr seid hiermit befreit. Wir werden nun unsere Meister beim Rat berichten. Wir werden eure Taten weiter verfolgen. Lebt wohl. Benutze das Holoterminal deines Schiffes. Oh, warte mal. Zack. Okay, warte mal eben. Einmal noch. Zack, hier lang. Warte mal. Wie ist es wieder raus? Hier, da. Hier geht's raus. So Leute, ein Blick nochmal auf diese wunderbare Landschaft. Richtig genial hier. Und jetzt geht's zurück aufs Schiff. So, das war Alderaan gewesen. Schöner Planet. Dann hören wir nochmal, was der Meister uns zu sagen hat. Du hast Alderaan unter deinem Stiefel zermalmt. Ich bin überaus beeindruckt. Diesen Schlag wird der Planet noch jahrelang spüren. Ich habe die Zerstörung genossen. Und das ist nur der Anfang. Nomen Kars Padawan kann sich nicht länger im Nichts verstecken. Ich bin erfreut. Indem du Jessa Vilsams Eltern aufgespürt hast, hast du unseren Gegnern in der gesamten Galaxis einen harten Schlag versetzt. Jede Spur wurde genauestens verfolgt, jeder Planet verwüstet. Unser Gegner wird unruhig. Ich kann es spüren. Es gibt bald schon Neuigkeiten. Barras Ende. Verzeihung, ich hielt es für klug, Darth Barras nicht zu unterbrechen. Wir haben eine aufgezeichnete Übertragung erhalten. Ich spiele sie ab. Sith, hier spricht Jessa Wilsam. Mein Meister, Nomen Kar, weiß nicht, dass ich euch diese Nachricht schicke. Seien wir ehrlich, wir wissen beide, dass es bei dieser Sache nicht um uns geht. Aha, die Gejagte kommt zum Jäger. Unsere Meister geben es zwar nicht zu, aber das hier ist eine persönliche Angelegenheit. Wir sind nur Spielfiguren in ihrem Privatkrieg. Und diejenigen, die mir etwas bedeuten, stehen zwischen den Fronten. Das muss aufhören. Wow. Eins muss man ihr lassen. Sie hat Mut. Das hat sie, auf jeden Fall. Ich mag Direktheit. Und so barmherzig eure Taten auch waren, es wird Zeit, dass ihr diesen zerstörerischen Feldzug beendet. Diese Nachricht enthält die Koordinaten, an denen ich in meinem Schiff warte. Reden wir persönlich darüber. Kein Unsinn mehr. Was haltet ihr davon, Captain? Könnte eine Falle sein. Nomen Kar könnte sie dazu bewegt haben. Hört nicht auf Captain Paranoia. Ich glaube nicht an eine Falle. Ich vertraue ihr.
Ich nehme das als Rat. Die Koordinaten sind eingegeben. Wir können uns mit ihr treffen, sobald ihr euer Einverständnis gebt. Okay. Oh, wir stehen kurz vor Level Up. Reise zu Jessas Schiff. So, Leute. In der nächsten Folge werden wir dann zu Jessas Schiff reisen. Und dann werden wir mal nachschauen, ob es eine Falle gewesen ist oder ob sie tatsächlich mit uns sprechen möchte. Das werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Ja, freut mich wieder, dass ihr zugeschaut habt. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch unterhalten. Würde mich natürlich auch mal über Kommentare freuen, ne? Was ihr so, wie ihr das so findet und so weiter, mal was dazu erzählt, ja, was sagt. Ne? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es dann heißt Reise zu Jessa und auf Wiedersehen, euer Rode. Bis zum nächsten Mal.